Ja. Janoschs Traumstunde. Ja. Ja. Und die Ansage. Wie der Tiger, der kleine Tiger und der kleine Bär die Post erfinden. Ja. Einmal, als der kleine Bär wieder zum Fluss angeln ging, sagte der kleine Tiger: Immer wenn du weg bist, bin ich so einsam. Schreib mir doch mal einen Brief aus der Ferne, damit ich mich freue, ja? Ist gut, sagte der kleine Bär und nahm gleich blaue Tinte in einer Flasche mit. Eine Kanarienvogelfeder, denn damit kann man gut schreiben, und Briefpapier und einen Umschlag zum Verkleben. Unten am Fluss hängte er zuerst einen Wurm an den Haken und dann die Angel ins Wasser. Dann nahm er die Feder und schrieb mit der Tinte auf das Papier einen Brief. Lieber Tiger, teile dir mit, dass es mir gut geht. Wie geht es dir? Schäle inzwischen die Zwiebeln und koch Kartoffeln, denn es gibt vielleicht Fisch. Es küsst dich, dein Freund Bär. Dann steckte er den Brief in den Umschlag und verklebte ihn. Abends nahm er den Fisch und den Eimer, die Tinte und die Feder und auch gleich den Brief mit und ging nach Hause. Er rief schon aus der Ferne vom kleinen Berg herunter: Wo hast du den Tiger? Wo hast du den Tiger? Aber der kleine Tiger hörte ihn nicht, weil er hinter dem Haus lag. Hatte keine Zwiebeln geschält und keine Kartoffeln gekocht, hatte die Stube nicht gefegt und auch die Blumen nicht gegossen, hatte zu nichts Lust gehabt, weil er wieder so einsam war. Und jetzt wollte er keinen Hof mehr. Denn jetzt war der kleine Bär sowieso und persönlich und selbst zu Hause. In der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bär und sagte: Hey, Bär! Bär! Ich muss dir schnell noch etwas sagen, bevor du einschläfst. Könntest du mir morgen den Brief etwas eher schicken? Vielleicht durch einen schnellen Boten? Ja, ist gut, ja, sagte der kleine Bär. Am nächsten Tag nahm er alles wieder mit. Die Tinte, die Feder, das Papier, den Umschlag. Aber auch eine Briefmarke. Am Fluss hängte er wieder den Wurm an die Angel und die Angel in den Fluss. Dann schrieb er: Lieber Freund, Tiger. Mach alles so, wie es dir gestern schon schrieb. Ja, hoffentlich geht es dir gut. Schnelle Grüße und heiße
Küsse. Dein Freund. Ja. Da kam die elegante Gans vorbei. Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten, bitte, ja, an meinen Freund, den Tiger im Haus. Tut mir leid, sagte die elegante Gans. Ja, hab's eilig, muss auf eine Beerdigung. Der dicke Fisch vorbei. Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten an meinen... Da war der Fisch schon weg. Fische sind blitzschnell. Und vielleicht auch schwerhörig. Dann kam die flinke Maus gelaufen. Wollte den Brief nehmen. Aber da kam so ein kleiner Wind, nahm den Brief wie ein Segel und wehte beinahe alles davon. Kam der Fuchs vorbei. Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten, Herr Fuchs? Fragte der kleine Bär. An den Tiger im Haus. Tiger im Haus? Sagte der Fuchs. Nein, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich muss mit der eleganten Gans auf eine Beerdigung gehen. Elefant im Boot. Hey! Rief der kleine Bär. Hören Sie doch mal her. Aber der Elefant schlief wohl. Denn er bewegte sich nicht. Auch der Esel mit dem Rucksack wollte den Brief nicht mitnehmen. Und auch der kleine Mann mit der langen Nase nicht. Aber dann kam der Hase mit den schnellen Schuhen. Geben Sie her, Herr Bär. Ist der Brief im Kuvert? Ist eine Marke drauf? Und jetzt, Hase, lauf! Der Hase rannte so schnell in seine Schuhe trugen. Hast du nicht gesehen, zum Tiger nach Haus. Der schnelle Hase. Und der Tiger sprang auf und rief: Wo? Wie? Was? Für wen und von wem? Für den Tiger, sagte der Hase. Oh, der Tiger bin ich selbst. Geben Sie doch her. Und er las den Brief von vorn bis hinten und von hinten bis vorn. Hatte jetzt wieder zu allem Lust. Und schälte die Zwiebeln, kochte Kartoffeln, fegte die Stube und das Leben war schön. Er machte ein heißes Feuer im Ofen für den guten Fisch zum Abendbrot. Und als der Bär nach Hause kam, machten sie sich einen gemütlichen Abend. Aßen Fisch mit heißen Kartoffeln und tranken Gänsewein aus dem Brunnen. Und nach dem guten Essen veranstalteten sie einen kleinen Budenzauber mit Geigen, Rabatz und Tanzvergnügen. Der Bär spielte die Kochlöffelgeige und der Tiger strich den Besenstielbass. Als der Maulwurf aus der Ferne die schöne Musik hörte, kam er sofort zu Besuch und tanzte auf dem Tisch mit seinem Spazierstock einen verliebten Schlummerlichtwalzer. Ach, heute ist der schönste Tag meines Lebens, rief der kleine Tiger. Und das war nicht gelogen. In der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bären und sagte: Hey Bär, ehe du einschläfst, wollte ich dir schnell bloß sagen, morgen darfst du dir Post wünschen, damit du dich auch mal freuen kannst. Einmal ich
Und einmal du. Gute Nacht noch. Am nächsten Tag nahm der kleine Tiger den Korb für die Pilze, die blaue Tinte in der Flasche und das Briefpapier und ging in den Wald. Heute schrieb er einen Brief an den Bären. Geliebter Freund und Bär, ich schreibe dir hiermit einen Brief, dass du dich freust. Punkt. Hoffentlich sehen wir uns bald. Heute Abend gibt es Pilze in Butter geschmort. Ich sehe sie nebenan schon wachsen. Mit Herzkuss, dein geliebter Freund Tiger. Ach ja, warte auf mich. Und so ging das jetzt jeden Tag. Einmal schrieb der kleine Bär an den kleinen Tiger und dann wieder umgekehrt. Und der schnelle Hase war der Briefträger. Einmal in der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bären und sagte: Du, wir könnten doch auch einmal einen Brief an unsere Tante Gans schreiben, damit sie sich auch mal freut, ja? Also schrieben sie gleich am nächsten Tag einen Brief an ihre Tante Gans. Schöne Grüße, alles Gute und wie es ihr denn gehe. Dann schrieb die Gans an ihren Vetter Igel. Der Igel an den kleinen Mann mit der langen Nase. Und weil jetzt jeder mal einen Brief schreiben wollte, konnte der schnelle Hase die Arbeit allein nicht bewältigen und er stellte die anderen Hasen aus dem Wald als Briefträger ein. Ihr müsst, sagte er, schnell und schweigsam sein. Dürft die Briefe nicht lesen und das, was darin steht, niemandem erzählen. Alles klar? Alles klar, riefen die Hasen mit den schnellen Schuhen. Und alles war klar. Dann wurden Kästen für die Briefe an alle Bäume gehängt, damit die Hasen die Briefe nicht mehr bei jedem abholen mussten. Und die wurden gelb angestrichen. Und der kleine Mann mit der langen Nase schrieb an den Löwen mit der blauen Hose. Der Löwe schrieb an den Elefanten. Und der Elefant wollte an seine Frau nach Afrika schreiben. Nach Afrika? Sagte der schnelle Hase. Kann ich nicht laufen. Das wäre Luftpost. Den befördert die Brieftaube hinüber. Und weil jetzt jeder mal einen Luftpostbrief schreiben wollte, musste die Brieftaube bald regelmäßig und schwer bepackt über das Meer fliegen. Einmal sagte der kleine Tiger: Aber wenn du im Wohnzimmer bist, ist es mir in der Küche auch so einsam, Bär. Da legten sie einen Gartenschlauch von hier nach dort. Haustelefon. Hören Sie mich? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Wer spricht denn dort? Hier spricht der Herr Bär. Ich verstehe Sie deutlich. Wir könnten doch, sagte der kleine Tiger, auch ein Telefon durch den Fluss legen. Dann brauche ich nicht immer so schwer zu schreiben. Und das taten sie auch. Unterwasserkabel. Und wenn wir so ein Telefon unter der Erde hätten, sagte der kleine Tiger, könnten wir durch den ganzen Wald bis zu unserer Tante Gans telefonieren. Da gruben die Maulwürfe ein unterirdisches Kabel-Telefon-Unterhaltungsnetz. Von hier nach dort und von dort nach da, kreuz und quer.
Lederschwänzchen hinten. Dein Neffe. Und ich der Bär, rief der Bär. Sag, ich bin auch hier, Tiger. Und jetzt konnte hier jeder im Wald und am Fluss an jeden einen Brief schreiben. Und wenn er wollte, mit seiner Freundin in der Ferne reden. War das nicht fabelhaft? Oh, Bär, sagte der Tiger. Ist das Leben nicht unheimlich schön? Sag. Ja, ja, sagte der kleine Bär. Ganz unheimlich und schön. Und da hatten sie verdammt ziemlich recht.